Willkommen zu einem neuen Bericht auf Junksys Corner. Dieses Mal geht es wieder um die Atari-Reihe, im Speziellen heute um das frisch eingetroffene Ultra-Satan-Laufwerk. Dieses Gerät gibt es ja schon länger, wurde aber jetzt neu aufgelegt von dem bekannten polnischen Entwickler Lotarek. Das Ultra-Satan ist ein SD-Kartenleser für die Atari ST-Reihe zum Anschluss an den ACSI-Port, ist ein Doppellese-Laufwerk und ja, dann starten wir einfach mal und schalten mal den ST ein und sofort schauen wir mal auf den Bildschirm. Das Atari bootet ganz normal. Das hier ist ein Atari 1040 STE. Es kommt also zuerst ein kleiner RAM-Check. Den auch mal abbrechen. Und danach sehen wir hier schon von ICD die Meldungen. Das Ultra-Satan von Lotarek hat einen eingebauten Uhrenchip. Die Uhr ist schon gestellt. Das hier ist jetzt die Oberfläche von der mitgelieferten SD-Karte von Lotarek. Und ja, das ganze Gerät macht einen sehr schönen Eindruck. Da es zwei SD-Laufwerke hat, kann man hier relativ einfach die SD-Karten einsetzen. Wir legen jetzt hier mal eine zweite SD-Karte ein. Man sieht kurz das Lämpchen blinken. Danach muss man den Atari einfach nur resetten. Und er bootet sofort wieder und erkennt das ICD, das Festplattenprogramm, dass ein zusätzliche Karte eingelegt ist. Das sieht man jetzt Ultra Satan und der ID 1. Die Laufwerke sind hier jetzt noch nicht da, da die Desktop-Einstellungen nicht abgespeichert waren, aber man kann die Laufwerke relativ simpel dazu holen, indem man sagt Laufwerke anmelden und schon sieht man, hier sind die zusätzlichen Laufwerke. Das war ein erster kleiner Bericht zum Ultra Satan von Lotarek. Ein wieder mal sehr feines Gerät, sehr, sehr nützlich und jedem nur zu empfehlen. Ja.